Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Ganz im Zeichen des norwegischen Komponisten Edvard Grieg steht das zweite Konzert der Neubrandenburger Philharmonie am Freitag, dem 12. Oktober um 19.30 Uhr im Theater. Sebastian Tewinkel dirigiert zunächst die Konzertouvertüre im Herbst. Es schließt sich das A-Moll-Klavierkonzert an, in dem Bert Glamser als Solist auftritt. Die Gesangssolistin in der Peer Gynt-Suite Nummer 1 ist die Sopranistin Katharina Eibar. Zu einem Workshop wird am Sonnabend, dem 13. Oktober, zwischen 11 und 16 Uhr ins Schloss eingeladen. Unter dem Motto »Das Ultramarin, das Rubinrot und ich« leitet Tanja Zimmermann einen Workshop für verschiedene Techniken und deren Ausdrucksmöglichkeiten. Der Workshop richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Der 26. Fielmann-Cross-Duathlon steht am Sonnabend, dem 13. Oktober, auf dem Programm. Beim Wettbewerb, das härteste im Norden, geht es um 5 Kilometer Laufen, 27 Kilometer Radfahren und noch einmal 5 Kilometer Laufen. Möglich ist auch ein Jedermann-Duathlon über 2,5, 14 und 2,5 Kilometer. Der Start erfolgt um 11 Uhr an der Schule in Myrosin. Erleben Sie Güstrow. Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de.